Fluoride. Einer der größten Gesundheitslügen. Ihr Apotheker sagt zu Ihnen, dass Fluor gesund sei. Das Patentamt sagt Ihnen, dass Fluor ein Rattengift ist. In Australien regt sich Widerstand gegen die Zwangsmedikamentierung der Bevölkerung über das Trinkwasser. Die zugesetzten Substanzen sind nach Untersuchungen von Wissenschaftlern alles andere als der Gesundheit zuträglich. Krass, ist im Fernsehen gelandetes Thema. Fluoridierung ist der größte Fall von wissenschaftlichem Betrug in diesem Jahrhundert. Fluorid ist ein biologisch nicht abbaubares Umweltgift, welches offiziell noch bis 1945 als Giftstoff klassifiziert war. Fluorid ist ein Konservierungsmittel und lauert in vielen Produkten, die wir konsumieren. Aber außer bei Zahnpasta wird es nicht auf den Etiketten aufgeführt. Es gibt halt echt viele Sachen, vor denen man einfach aufpassen muss. So. In allen Richtungen, ja, Informationen, Ernährung, auch Menschen und so. Das ist halt, wir leben in einer Zeit, wo Bewusstsein immer wichtiger wird. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von meiner Seite, von ganzem Herzen. Und natürlich auch vom Chat. Ihr seht es oben in der Ecke. Der Chat ist aktiv, der Chat ist liebend, der Chat ist da. Gerne auch jetzt unten in die Kommentare auf YouTube mal ein paar Herzen einfach reinknallen. Für den Algorithmus, aber auch für die Liebe auf der Welt. Umso mehr Liebe wir verbreiten, umso besser ist die Welt. Liebe ist die Antwort auf diese ganze, die einzige und die einzig wahre Antwort auf die ganze teuflische Scheiße, die aktuell leider in der Welt abgeht. So, wir können diesen Hass und diesen Vibe einfach nur mit Liebe bekämpfen. Und deswegen Herzen unten rein. Du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Und jetzt würde ich sagen, geh mal rein ins Video, welches heißt Fluoride. Einer der größten Gesundheitslügen. Ja, wir haben uns ja gestern oder vorgestern das Video über Salz reingezogen. Während ich mir das Video reingezogen habe, habe ich ja darum gebeten, ob eventuell einer aus der Community mal ein Video über die Fluoride separat nochmal in den Discord reinschicken könnte. Und es wurde auch getan. Da auch nochmal ganz viele liebe Grüße raus an die ganze Community auf YouTube und auf Twitch. Dankeschön, dass ihr dem Gesagten noch immer so schön folgt und dann wirklich halt auch Videos reinknallt. Ich glaube, es waren 3 verschiedene Optionen von Videos über das Thema drin. Und das ist echt süß, ne? Das ist nicht selbstverständlich. Ich liebe euch. Danke dafür. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Peter Aiden, man, Alter, gib mir die Peti-Vibes, Bro. Let's go. Wir sind da und los. Ihr Apotheker sagt zu Ihnen, dass Fluor gesund sei. Die Apotheker, die verlängerte Hand der Pharmaindustrie, erzählt sehr viel über Gesundheit. Leider muss man vieles davon kritisch hinterfragen. Die haben uns auch erzählt, dass die Impfung gesund ist. Na, Jahre später sehen wir, was da los ist. Das Patentamt sagt Ihnen, dass Fluor ein Rattengift ist. Okay, da, weißt du, was ich meine, Digga? So, einer schreibt gerade Apotheker out. Ey, ich will nicht jeden Apotheker verurteilen, sage ich dir so, wie es ist, ne? Es gibt doch viele, die wirklich ein Interesse daran haben. Gerade Apotheker habe ich öfter sogar das Gefühl, dass die ein Interesse daran haben und dir zuhören, mehr als Ärzte teilweise. Ja, ich will nicht jetzt alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir auch sicher, es gibt noch Ärzte, die eine Ethik, eine Moral haben und wirklich Menschen helfen wollen. So. Es sind nie alle so, weißt du? Aber die großen Mächte und die das Ganze, den ganzen Laden steuern und so, die haben unsere Gesundheit nicht im Interesse, sondern Geld und Macht. Fluor schwächt ihr Bewusstsein und macht sie zu einem ängstlichen Menschen. Fluoride zerstören genau das, was sie versprechen zu schützen. Das gilt auch für Jod. Crazy. Zum ersten Mal gelangt die Tatsache vorbei an der Zensur direkt ins öffentliche Fernsehen. Willkommen in der Wirklichkeit. Okay, krass, ich bin gespannt. In Australien regt sich Widerstand gegen die Zwangsmedikamentierung der Bevölkerung über das Trinkwasser. Die zugesetzten Substanzen sind nach Untersuchungen von Wissenschaftlern alles andere als der Gesundheit zuträglich. Ein Bericht im australischen Fernsehen beschreibt die Stimmung. Krass. Ist im Fernsehen gelandetes Thema. Zuerst, wir nehmen es täglich unter Zusicherung unserer Gesundheitsbehörde. Es sei gut für uns. Die Wahrheit ist, Fluorid ist giftig und die Beifügung zu unserem Trinkwasser ist ein laufendes Experiment, das vor 40 Jahren anfing. Von der Internetseite. Das ist crazy, Mann, Digga, wenn das wirklich so ist, ne? Dass Leute, also dass die da Dinge ins Wasser beimischen, um eine Art Experiment mit uns zu machen. Wie sie es ja auch mit der Impfung getan haben.
und wir dann im Leitungswasser so ein Shit drin haben, wo die meisten Leute sich gar nicht für interessieren, weil die noch gesagt bekommen, dass es gesund ist, dann ist das schon eine harte Verschwörung, Digga, wenn das so ist. Ne? Wir wissen es natürlich nicht, aber wenn das so ist, dann... Und -einkaufen.com gibt es hier einen Artikel, der sei hier mal vorgetragen. Fluorid, eine der größten Gesundheitslügen, heißt es dort. Welche Gesundheitsgefahren gehen von Fluorid aus? Ist die Fluoridierung nützlich oder gefährlich? Diese Fragen sollen hier geklärt werden. Die Geschichte von Fluorid und der Fluoridierung ist die Geschichte von vorsätzlicher Falschinformation, gefälschten Statistiken und von Interessengemeinschaften der Zucker-, Aluminium-, Stahl-. Master sagt gerade, Fluoride gibt es natürlich und chemisch, okay? Phosphatindustrie. Den meisten von uns wurde durch massive Propaganda glaubhaft gemacht, dass Fluoridierung von Zahnpasta, Trinkwasser in Deutschland Gott sei Dank nicht erlaubt und Kochsalz nicht nur gut. Ah, Trinkwasser in Deutschland nicht erlaubt oder was? Wie? Also Trinkwasser mit Fluoriden in Deutschland ist nicht erlaubt? Ist, um Löcher in den Zähnen zu verhindern, sondern... Salz ist gesund. Guck das Video, was ich heute hochgeladen habe. Die Salzverschwörung. Das echte Salz ist gesund, aber nicht das, wie sagt man? Raffiniert, ne? Raffinierte Salz. Ja, das raffinierte Salz ist sogar im Gegenteil sehr, sehr schädlich. Auch sicher ist. Ja, ist schon eine Frechheit sondergleichen, muss man ja mal dazu sagen an der Stelle. Nichts könnte weiter. Natürlich an der Stelle. Von der Wahrheit entfernt sein. Diejenigen, die das verkünden, haben ein ganz anderes Interesse und es ist nicht ihre Gesundheit. Da gibt es hier ein Zitat von Robert Carton, 1992. Der sagte einst, Fluoridierung ist der größte Fall von wissenschaftlichem Betrug in diesem Jahrhundert. Oh shit. Was ist Fluorid? Fluor ist ein nicht metallisches, stark reaktionsfähiges, sehr giftiges Gas aus der Gruppe der Halogene. Aufgrund Scheiße, warum macht man das? Reaktivität kommt es in der Natur nicht elementar, sondern nur in gebundener Form mit Mineralstoffen als Fluorid vor, zum Beispiel als Calcium- oder Natriumfluorid. Diese Verbindungen haben dann metallische, anorganische Eigenschaften, was dazu führt, dass sie sich in menschlichen Geweben ablagern. Fluoride gehören zu den giftigsten Substanzen auf der Erde und können sich durch Stahl, Glas und Aluminium fressen. Digga, wo doch auch Rattengift ist doch auch, glaube ich, mit Fluorid, ne? Fluorid ist ein biologisch nicht abbaubares Umweltgift, welches offiziell noch bis 1945 als Giftstoff klassifiziert war. Bis 1945 als Giftstoff klassifiziert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 1936 schrieb die Vereinigung der amerikanischen Dentisten, also zahnarztmäßig, Fluorid mit einer Konzentration von 1 ppm, also Part per Million, ist genauso giftig wie Arsen und Blei. Boah. 1943 schrieb das Journal der amerikanischen Ärztevereinigung, ich habe da irgendwas haben wir schon mal gesehen auch. Ich glaube, das war ein Arzt, der gesagt hat, wenn man Kindern zum Beispiel oder Neugeborenen Fluorid, zu viel Fluorid geben würde, dann könnten die daran sterben sogar. Also so schädlich ist das. Fluorid ist generell ein protoplasmisches Gift, welches die Durchlässigkeit der Zellmembran durch verschiedene Enzyme verändert. Wichtig zu wissen an dieser Stelle, Fluoride als Zusatz in Zahnpasta, Trinkwasser, Tabletten und Speisesalz sind nicht das natürliche Mineral Fluorid. Diese haben nichts mit dem essentiellen Spurenelement zu tun. Ah, okay. Die haben nichts mit dem essentiellen Spurenelement zu tun. Da hat er gesagt, es gibt so wie Calcium und so Verbindungen mit Mineralen zusammen, die dann... Weißt du, wie ich meine? Das hat aber nichts damit zu tun, was in der Zahnpasta drin ist. Und das ist eine sehr interessante und wichtige Information, dass man da differenzieren muss, weißt du? Wie es natürlicherweise in Lebensmitteln, Mandeln, Walnüssen, Blattgemüsen oder dergleichen Mineralwässern beispielsweise, gut, aber da kann man sich nicht sicher sein, eben vorkommt. Stattdessen sind diese Fluoride giftige chemische Abfallprodukte aus der Aluminium-, Stahl- und Phosphatindustrie. Nun warnt einer der weltführenden Fluoridexperten dringend davor, wie es unsere Gesundheit und die ungeborener Kinder schädigen kann. Dieser Report sagt etwas anderes als die Zahnärzte und Gesundheitsbürokraten. Voll wichtig, meine lieben Freunde, ja, das auch mal zu verbreiten und dass mal die Leute auch darüber
auch Bescheid wissen und sich eventuell mal informieren so. Wir beurteilen es als Gift. Warum sollte dem Trinkwasser Gift zugefügt werden? Das Gift heißt Fluorid. Es ist da drin, weil uns Gesundheitsbehörden und Zahnärzte erzählen, es sei gut für uns alle und reduziere Zahnverfall. Und in einer Dosis, die nicht schadet. Das kann man Professor Akash Schiller nicht klar machen. Sie sollten verstehen, es ist eine giftige Substanz, zerfallsfördernd, eine krankmachende Substanz und die Fluoridierung sollte so schnell wie möglich gestoppt werden. Professor Shishila ist einer der weltführenden Experten für Fluorid. Also jemand, der vom Fach ist und sich auskennt, quasi. Passende Forschung zusammen mit 70 Jahren gesammelter Daten in Indien belegen ihre Aussagen und die sind erschreckend. Ich denke, wenn eine Schwangere mit Fluoriden kontaminierte Produkte zu sich nimmt, ich sage bewusst Produkte, denn das heißt Wasser, Zahnpasta, Schwarztee, aufbereitete fluoridierte Nahrungsmittel, Flüssigkeiten, alles, wo der Fluoridgehalt hoch ist, verursacht sie eine Menge Schäden am Fötus, am wachsenden Embryo, dem Kind, was geboren wird. Crazy. Es ist halt wirklich überall mit drin, ne? Man muss halt, sie hat jetzt auch Schwarztee und so gesagt, ich muss meine Lebensmittel auch noch jetzt nochmal durchgucken und mal schauen. Muss das auch überall angegeben werden, meine lieben Freunde? Also, wenn das mit drin ist, kann man es dann auch sehen? Oder gibt es auch Sachen, wo es drin ist und man kann es nicht sehen und es ist nicht angegeben? Die amerikanische Zahnarztvereinigung warnt vor der Verwendung von fluoridiertem Wasser zur Zubereitung von Babynahrung. Und so hier. Jemand hat gerade geschrieben, Cannabis verklebt die Zirbeldrüse leider auch, für alle Genießer unter uns. Sie lesen nicht, es ist ihnen nicht bewusst, sie halten sich nicht auf dem Laufenden, machen keine Untersuchungen. Daher haben wir ein ernstes Problem. Professor Shishila sagt, die Einwirkung von Fluoriden kann auch die Ursache vieler Leiden sein, wie Rücken, Schulter und Gelenkschmerzen. Nein, Leon, das stimmt. Wenn du täglich kiffst, bedeckt es deine Zirbeldrüse. Ah, okay, crazy, Alter. Das ist krass. Könnte man sich auch mal was zu reinziehen, wenn jemand dazu was hat? Können wir da gerne auch mal in die Recherche reinsteigen. Möglicherweise von Ärzten fehldiagnostiziert. Sie macht grundsätzlich Urintests, um die Fluoridbelastung ihrer Patienten zu testen. Sobald man die Fluoridbelastung, die durch Zahnpasta, Schwarztee und fluoridiertes Wasser entsteht... Schwarztee, Digga. Warte mal kurz. Da muss der Bruder kurz seine Lesebrille auspacken, Digga, denn er kann ich nicht mehr richtig sehen. Mal checken, was hier in seinem Schwarztee drin ist, Bro. Cinnamon, Cardamom, Cloves, Ginger, blended and packed in Poland from imported tea and another ingredients. And other ingredients, yeah, what the fuck, man? Welche sind die other ingredients, Bro? Toll, Dicker, einfach other ingredients draufgeschrieben. Twinks of London, Voyage, Indian Chai. Steht einfach nicht drauf, Bro. Da steht einfach other ingredients. Fühl ich nicht. Ich hab bei dem Scooterunfall, den ich hatte, einfach meine Brille verloren, ne? Feier ich auch gar nicht, Digga. Fällt mir schwer, den Chat zu lesen. Ich muss zum Optiker und mir eine neue Brille holen. Das einfach nicht alles draufschreiben. Ja, das ist krass, ne? Dass die das einfach nicht draufschreiben, Alter. Ich werde das später googeln. Das normale Maß herunterbringt, wird der Patient gesund. When you bring down the urinary fluoride to normal limits, the patient recovers. Fluorid ist ein Konservierungsmittel und lauert in vielen Produkten, die wir konsumieren. Aber außer bei Zahnpasta wird es nicht auf den Etiketten aufgeführt. Da ist es doch, Digga, da sind wir doch. Außer bei Zahnpasta wird es nicht auf den Etiketten aufgeführt. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Langer. Ja, wir werden vergiftet. Das ist Fakt und alle, die was abstreiten, die sollen mal ein bisschen die Augen aufmachen und in die Pötte kommen. In, Bro. Weil hier habe ich gerade wieder so ein schönes Ding, enthält Natriumfluorid und da überall immer der Warnhinweis für Kinder unter 7 Jahre nicht geeignet. Krass, ja, dieser Warnhinweis muss nur drauf wegen Fluorid, Bro. Wieso macht man das, wenn es so harmlos sein sollte? Komisch, oder? Das ist ein Schweizer, oder? Ein Schweizer! Zum Beispiel LMAX Sensitiv mit Aminfluorid. Wird das auch noch betont? Im Kleingedruckten steht dann oft, man darf das nicht überdosieren, weil es dann doch giftig ist. Also das hier ist kein Putzmittel, sondern eine Zahnpasta. Da steht im Kleingedruckten zum Beispiel ein Hinweis, dass man das außerhalb von Kindern aufbewahren soll.
Warum steht das drauf? Weißt du, wie ich meine? Es kommt also aus vielen Quellen in unsere Körper und wir merken es nicht. Das Fluorid in unserem Trinkwasser ist giftiger Abfall aus der Düngemittelproduktion. Mehr als 100 Jahre lang hat die Düngemittelindustrie zwei sehr, sehr giftige Gase in die Umwelt entlassen. Das war im australischen Fernsehen, mein lieben Freunde, ja? Fluorid und Silikotetrafluorid. Irgendwann mussten sie dann diese Gase binden, was man mit einem Wassernebel machte. Das Wasser wandelt diese beiden sehr giftigen Gase in Hexafluorosilikatsäure. Und diese Reinigungsflüssigkeit die etwa 25% stark ist, wird in Der Flozilla sagt gerade, das Fluorid, was in Zahnpasta ist, ist ein Abfallstoff der Stahlindustrie und ist eigentlich Sondermüll. Ja, ja, das haben die hier vorhin auch schon gesagt. Bist ein bisschen später reingekommen, glaube ich, ne? Ich küsse dein Herz, Bro. Das ist schon crazy, Mann, was die uns alles in die Ernährung oder in diese Mittel, die uns eigentlich gut tun sollen, mit reinmischen. So. Das ist halt, man muss echt mit allem bewusst umgehen heutzutage. Das ist so wichtig. Also mit allem, was du konsumierst, mit allem, was du dir reinziehst, mit allen Informationen. Bewusstsein ist der Schlüssel zu allem, weil es gibt halt echt viele Sachen, vor denen man einfach aufpassen muss. So. In allen Richtungen. Ja. Informationen, Ernährung, auch Menschen und so. Das ist halt, wir leben in einer Zeit, wo Bewusstsein immer wichtiger wird. Plaster gefüllt und im Land herumgefahren und in unser Trinkwasser geschüttet. Hier sehen Sie, was in der australischen Mischung enthalten ist. Ein krankmachender Cocktail aus Schwermetallen wie Arsen, Barium, Beryllium, Cadmium, Blei, Quecksilber, Kupfer und so weiter. Und in vielen höheren Konzentrationen, als sie für Blei und Arsen erlaubt ist. Warum zwingt man die Leute, vergiftetes Wasser zu trinken? Nun, das ist die Zwangsmedikamentierung der Massen. Und es gibt mehr als 1000 Ärzte und Wissenschaftler auf der Welt, die genau wie Professor Shishila verurteilen. Ja, genau, die werden verurteilt, beziehungsweise Ärzte und Wissenschaftler, Dicker, die Wissenschaftler. Weil die Wissenschaftler, und die Wissenschaftler sind immer die Gekauften, das müsst ihr euch langsam mal hinter die Löffeln schreiben. Wenn die in den Medien sagen, die Wissenschaftler haben gesagt, dann kannst du dir selber in deinem Kopf sagen, okay, das sind die Wissenschaftler, die zu dem gehören oder das Narrativ unterstützen, was die wollen, was wir glauben. So. Aber es gibt immer Wissenschaftler und Ärzte, die auch eine andere Meinung haben. Die werden aber mundtot gemacht, die werden uns nicht präsentiert, die werden in keine Talkshow eingeladen. Die sind irgendwelche rechten Verschwörungstheoretiker. Und das hat man halt alles, das hat sich halt alles so aufgespielt, auch in der Corona-Pandemie hat man das alles bewusst gesehen so. Also ich auf jeden Fall. Dass genau diese Leute, die kritisch, die wurden teilweise verklagt, Bakti musste jetzt vor Gericht und so ein Scheiß. Das sind auch Wissenschaftler, die haben auch den gleichen Laden studiert wie der Drosten oder der andere Typ da. Weißt du? So, aber das sind dann keine Wissenschaftler mehr. Wenn die nicht das sagen, was die Regierung oder was die Medien wollen, dann sind es keine Wissenschaftler mehr. Und allein das zeigt uns schon, was für ein ekelhaftes, dreckiges Spiel da gespielt wird. So. Und wie bewusst man sein muss, damit man auch diese Informationen halt, damit man guckt und damit man nicht einfach alles glaubt, sondern halt sich auch mal alternativ einfach auch Informationen reinholt, weil es ist halt einfach wichtig, Bro. Am Ende sitzt du dann da mit Impfnebenwirkungen und kein Schwanz kümmert sich um dich. Was da gemacht wird. Das Problem bei Medizin im Wasser ist offensichtlich das der Einwilligung. Dass Menschen nicht darüber informiert und damit einverstanden sind. Das ist ein Grundstein der ärztlichen Ethik. Nun ist man gerade dabei, im Mount Gambier Fluorid zum Wasser aus dem Blue Lake hinzuzugeben. Alex Young hat mehr als 6000 Unterschriften für eine Petition gegen dieses Vorhaben gesammelt. Von mehr als einem Viertel der Stadtbewohner hier. Was aber von der Regierung ignoriert wird. Das Thema Fluorid wurde umfassend von der Regierung ignoriert. Warum? Warum machen, wollen die das jetzt da in dieses Wasser da reinmischen? Bro, das ist natürlich das von Gott gemacht, so, das ist so, da muss nicht irgendwas Chemisches noch beigemischt werden, what the fuck? Nicht, dass ich das pushe, sondern insofern, dass der Gemeinde nicht erlaubt wird, mitreden zu können. Sie ignorieren es einfach. Ich und der Rest der Leute sind so zornig über den Grad von Ignoranz in dieser Sache. Wir wollten mit jemandem sprechen, der uns in der Sache Auskunft geben kann. Stattdessen bekamen wir eine schriftliche Stellungnahme, die das Thema gar nicht direkt ansprach. Es wird nur behauptet, dass Kinder in Mount Gambier 78% mehr Zahnfäule haben als Kinder in Adelaide, die fluoridiertes Wasser trinken. Und dass das als sicher eingestuft wird und in vielen... Ach krass, also irgendwie... Ja, okay. Die sagen dann, dass die Zahngesundheit von den Kids besser ist und dass das...
anderen entwickelten Ländern so gemacht wird, wie in den USA, Großbritannien und Kanada. Die überwältigende Anzahl von Ländern der Welt fluoridieren nicht. Und raten Sie mal, deren Zähne sind genauso gut, wenn nicht besser als unsere. Ja, das wird nur untergeschoben, Mann. Bro, es gibt Leute, die leben im, es gibt immer noch Völker, die leben abgeschnitten von der westlichen Zivilisation oder von unserer Zivilisation und die sind unter sich und die putzen sich Zähne mit irgendwelchen Baumrinden oder so und die haben Top-Zähne. So, erzähl mir nicht, dass du irgendeinen Aluminium-Fluorid-Scheiß irgendwo in deiner Zahnpasta drin baust, damit du vernünftige, gesunde Zähne hast. So, das ist, was ist das für ein Schwachsinn, Digga? Wenn man zweimal darüber nachdenkt, dann merkt man das auch. Allein im Kopf, oder? Freunde. Die Zähne werden löchrig, perforiert, sie splittern und brechen. Und die Menschen werden in einem jüngeren Alter zahnlos. Also at a much younger age, the people will become edentulous. Means they will lose their teeth. Die Antifluoridbewegung sagt, dass es reichlich Beweise dafür gibt, dass sie recht haben. Die Regierungen weigern sich zuzuhören oder Mittel für Untersuchungen über Auswirkungen von Fluoriden auf die Gesundheit bereitzustellen. Das wahre Hindernis sind die Bürokraten, die die Informationen schönreden, bevor sie zu den Entscheidungsträgern gelangen. Das ist ja das Schlimme. Wir erwarten ja Schönrederei von unseren Politikern, aber nicht von unseren Behörden. Ein Fehler? Ja, sicher. Wir erwarten Schönrederei von Politikern, aber nicht von Behörden. Die arbeiten ja mittlerweile Hand in Hand, musst du so sagen, wie es ist. Also WHO, FDA, diese ganzen RKI, die arbeiten doch Hand in Hand mit den Regierungen und da wird doch immer ein Film durchgezogen. Das sind doch Facts, oder Freunde? Das haben wir doch auch gemerkt. Aber wir wollen Politik verstehen und das muss ein Zuschauer oder ein Zuhörer oder ein Leser nicht erfahren, sondern er muss dann nur verstehen, was wir sagen. Warte mal, was war? Wie war das doch gleich? Aber wir wollen Politik verstehen und das muss ein Zuschauer oder ein Zuhörer oder ein Leser nicht erfahren. Sondern er muss dann nur verstehen, was wir sagen. Boah, er muss dann nur verstehen, was wir sagen. Nee, ist klar, Digga. Scheiße, Bro. Wer war das denn? Irgendeine öffentlich-rechtlich Fernsehen, glaube ich, ne? Wir haben auch bestätigt. Hört gut zu und seht, dass wir umgeben sind vom System des Satans. Wacht auf, wehrt euch dagegen. Der bestätigte Fakten über die Gefährlichkeit, die Toxizität von diesen Fluoriden. Und die Symptome von diesen Erkrankungen gleichen eigentlich unseren Zivilisationskrankheiten. Wir haben hier Allergien, Herz- und Kreislauferkrankungen, Arterienverkalkung, Bluthochdruck, Thrombosen, Schlaganfälle, Erkrankungen des Knochensystems, Leber- und Nierenschäden, rheumatische Erscheinungen, Missbildungen von Kindern. Und Fluoride sind so gut wie überall. Wir haben sie nicht nur in der Luft, wir haben sie nicht nur im Trinkwasser, vor allem in Staaten wie Amerika und Australien. Wir haben Fluoride nicht... Aber habe ich das richtig verstanden, dass Fluorid im Trinkwasser in Deutschland verboten ist? Hat er doch vorhin gesagt, oder nicht? Wird das nochmal geschrieben, Digga? Fluorid, oder? Ne, Fluorid. Eine künstliche Erhöhung des Fluoridgehaltes im Trinkwasser findet in Deutschland nicht statt. Bei natürlichem Mineralwasser ist eine Fluoridierung in Deutschland nicht verboten. Ah, bei natürlichem Mineralwasser. Also in den Mineralwassern ist es nicht verboten, aber im Trinkwasser... Aha. Steigt der Wert jedoch über 5 Milligramm pro Liter, verstößt der Wert laut BFR gegen den zentralen Regelsatz der Trinkwasserversorgung. Warum überhaupt, Mann, ihr Maniacs? Gute Info. Essen, sondern es ist, wie gesagt, es ist wirklich fast ein universelles Gift, was um uns herum ist. Und die Industrie hat einen ziemlich cleveren Kunstgriff gemacht. Digga, da ist einfach ein Hakenkreuz auf dem Fluorid drauf. Einfach. Ihren Industriemüll, nämlich ihr Natriumfluorid, umdeklariert als ein zahnschützendes Wundermittel und haben dann ein paar Wissenschaftler bezahlt, die dann gesagt haben, wie toll ist es für unsere Zähne und dann muss es jetzt in die Zahnpasta. Und irgendwann hieß es dann, ja, warum schütten wir das Zeug nicht gleich ins Trinkwasser? Diese ganze Industrie, die Zuckerindustrie, was ich, Coca-Cola
Und die ganzen Pharmakonzerne, die also eben auch diese Zahnpastas herstellen und so weiter, die haben sich eben zusammengetan und haben dann ihren Einfluss ausgeweitet, um eben dann den Studenten der Medizin, der Zahntechnik und anderen Bereichen eben zu sagen, was sie jetzt glauben. Mich würde mal interessieren, wer redet da? Wer ist der Typ, der jetzt da gerade redet, Bro? Sondern über Blend doch mal den Talk ein. Das ist Fluorid. Das heißt, es wird gar nicht mehr in Frage gestellt an den Universitäten, die lernen das einfach und geben das dann so wieder. Ich meine, ich sehe es immer wieder. In meinem Wasser ist Chlorid drin. Ist das auch schlecht? Ich habe keine Ahnung, Bro. Dass Hört sich aber ähnlich an. Zahnärzte den Kindern empfehlen, nach dem Zähneputzen dann eben die Zahnpasta auszuspucken, aber ihren Mund nicht mehr auszuspülen mit Wasser. Das heißt, die ohnehin schon viel zu große Menge an Fluorid wird dann noch mehr aufgenommen, weil die dann, wie gesagt, das ist dann eben durch den Speichel aufnehmen und runterschlucken. Die Mengen in der normalen Zahnpasta, die sind schon so hoch, dass es eigentlich unglaublich gefährlich ist, wenn Kinder kleinste Mengen an Zahnpasta verschlucken. Das ist ja auch das muss man ja einfach mal eins und eins zusammenzählen, ne? Wenn da auf den Zahnpastas draufsteht, dass man das vor Kindern verbergen soll und dass Kinder das nicht runterschlucken sollen, dass es gefährlich ist und dass es halt einfach eine gewisse Obergrenze gibt in von wegen so und so viel Fluorid im Trinkwasser im Mineralwasser darf vorhanden sein und Obergrenze ist das und das, weil sonst wird's gefährlich und so. Da merkst du doch schon, dass das eigentlich kein gesunder Stoff sein kann, wenn es da eine Obergrenze von gibt, Digga. Weißt du, wie ich meine? Oder nicht? Kein Witz. Die Kinderzahncremes haben, glaube ich, eine Menge von rund 500 Parts per Million. Normale Zahnpasta hat 1500. Und diese Wissenschaft, die da angeblich dahinter steckt, zur Zahn... Kinderzahnpasta habe ich so lange gegessen, bis mir schlecht wurde. Ohne Scheiß, Digga. Das ist nicht süß, Bro. Zahnpflege ist so löchrig. Erstens schützt Fluorid dann wirklich vor Karies. Und wir haben sogar wissenschaftliche Fakten, die dann zeigen, dass Fluoride sogar Zahnprobleme auslösen. Also wir haben dann diese Zahnflecken, diese weißen Flecken, die sich dann mit der Zeit umfärben. Wir haben Knochenprobleme eben, wie wir schon erwähnt haben. Nehmt euch jetzt eine Mineralwasserflasche und lest, wie viel Fluorid drin ist. In meinem 19 Milligramm auf 100, 1,5 Liter. Hier steht gar nichts drauf. Scheiße, Bro, ich küsse deine Augen. Und anstatt dass eben diese Mächtigen, die unser Leben bestimmen, anstatt dass die uns sagen, nee, ernährt euch gesund und putzt eure Zähne mit natürlichen Dingen, nee, stattdessen heißt... Digga, mit Brille kann ich einfach den Chat sehen, ne? Ohne Brille, ich sehe einfach nichts. Ich muss mir eine neue Brille kaufen. Ich habe nur so eine Lesebrille, die ist ein bisschen extrem. Und eigentlich fressen, was ihr wollt, aber Hauptsache ihr putzt eure Zähne mit unserer Zahncreme und trinkt unser Fluorid. Also nur um das nochmal zusammenzufassen, dieses Natriumfluorid, das ist die eigentlich häufigste verwendete, ist Natriumfluorid ist als, und das ist Fakt, ist als Rattengift patentiert, das ist schon mal das Erste. Und dann, was du sagst mit Knochenproblemen, Zahnproblemen und so weiter. Der Punkt ist, dieses Natriumfluorid ist lang nicht so eine feste Verbindung, wie es Calciumfluorid ist. Das heißt, das Natriumfluorid... Scheint ein Podcast zu sein, der im Hintergrund läuft, ne? Spaltet sich auf und entnimmt eigentlich Calcium, ja, Moleküle, wo es sie halt zu packen kriegt, ja, und bildet dann dieses Calciumfluorid, was sich dann im Übrigen im Körper ablagert, ja, und dadurch fehlt dann Calcium in den Knochen oder sonst irgendwo, und dadurch entstehen dann diese Probleme. Und das wird uns verkauft als, Fluoridmangel ist der Grund für Karies. Und warum ist da die Zuckerindustrie mit dabei? Man hat natürlich gesucht nach einem Grund. Also es geht wieder nur um Business. Es geht nur um Business. Die Zuckerindustrie hat einen Grund gesucht, warum gibt's Karies? Okay, wir wissen, reiner, kristalliner, raffinierter Zucker verursacht Karies. Wir brauchen noch irgendwas anderes, weil Karies ist nicht so gut. Ja, wenn die Leute das wissen, dann kaufen die vielleicht weniger Süßwaren, weniger Zucker. Ist nicht so gut. Also wir brauchen irgendwas anderes und hat lange Jahre versucht zu sagen, ein Fluoridmangel. Stani sagt gerade, es kann auch drin sein, nur unter einem Wert und somit muss es nicht deklariert werden. Ja, hat er ja vorhin am Anfang in der Doku auch gesagt, dass es nur in Zahnpasta und und Wasser, glaube ich, angegeben wird und bei allen anderen Lebensmitteln nicht. Löst Karies aus, ist dann irgendwann als unhaltbar, hat sich das dann, ja. Die tricksen die Sträuche, so. Aufgelöst, aber. Sträuche out, mein Alter. Es ist davon eben hängen. Out-Sträuchi-Vibes. Dass man, ja, das geht zurück. Ja, das geht. Und das Schlimmste ist, sie wollen schon Babys vergiften, gerade erst geboren sind. Fluorid-Lutschtabletten für Säuglinge. Bro, ich küsse deine Augen, 20er, 30er Digga. Jahre, ja. Dieselbe Ära, in der es Werbespots gab, wo dann Ärzte auftraten für Zigaretten und denen gesagt haben, Zigaretten sind wundervoll, die sind gut für deinen Hals, die klären deinen Hals und sind gut für die Verdauung. Wir, also ich, der Arzt so und so, wir empfehlen die Zigaretten der Marke XY. Aus derselben Zeit kommt diese Fluorid-Sache. Und ich meine, heute, also Leute werden geschockt, wenn es heute Zigaretten-Werbespots gäbe, wo dann Ärzte auftauchen und sagen, wie toll Zigaretten sind. Ich meine, naja, weil es irgendwann nicht mehr aufhaltbar war, dass die Leute gecheckt haben, dass es nicht gesund sein kann. Aber wie so Fluorid. So, ich feiere deinen Slang. Du hast mich da echt geprägt. Gib mir die Prägi-Vibes, Bro. Person non grata, wir sind da. Eben dieser Schwindel immer noch sehr, sehr lebendig. Ich meine, wir haben... Suck-Tabletten, 300 Stück. I don't like that, man.
Fluorid-Tabletten, die verteilt werden. Weißt du, anstatt dass wir den Kindern irgendwelche Magnesium-Tabletten oder Eisentabletten oder Vitamintabletten geben, nee, wir geben den Kindern Fluorid-Tabletten. Und die geben auch Kleinstkindern, Säuglingen diese Fluorette, diese Tabletten und machen den Eltern Panik, oh, ihr müsst euren Kindern genügend Fluorid geben, das ist so wichtig. Ja? Und ihr könnt davon ausgehen, dass die Kinder von den wirklich Reichen und Mächtigen garantiert keine Fluorid-Tabletten bekommen. Ja? Also darauf könnt ihr wirklich dann Gift nehmen. Die Studien werden gefälscht, wonach dann Karies explodiert, wenn die Kinder kein Fluorid mehr zu sich nehmen. Also ich der Name, Digi, Fluoretten. Ich schwör's dir. Wie Zigaretten, ne? So, dann einmal zählen sie dann die Zähne ohne Füllungen und dann zählen sie wieder mit. Und dann können sie die Zahlen fälschen und dann sagen, ja, also die Karies ist explodiert, weil die Kinder ihr Fluor nicht mehr bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, die kriegen dann wirklich kanisterweise dieses Zeug. Ich habe ja mit dem einen Artikel dann dieses Bild von so einem Fluorkanister gehabt. Also wirklich dann diesen braunen Kanister mit diesem chemischen Totenkopfsymbol drauf. Also das Ding sieht aus wie so eine Zyklon-B-Dose, ja, aber nee, es ist halt Fluorid. Und wir wissen ja, dass die Nazis in Konzentrationslagern eben experimentiert haben mit Fluorid im Trinkwasser. Das ist halt sehr interessant. Die Nazis haben in Konzentrationslager mit Fluorid experimentiert, Digga. Die Nazis haben mit so einigem experimentiert, ne? Auch das MK-Ultra-Projekt stammt. Die Häftlinge werden passiver und schwächer und einfach lahmer. Das heißt, die finden sich mit dem Schicksal ab und das hat ja große Vorteile. Deswegen schütten wir es ins Trinkwasser. Das ist kein Gerücht, das ist keine Verschwörungstheorie, wie es noch in Stanley Kubricks Film hieß, Dr. Strangelove. Das ist auch kein kommunistischer Plot gewesen. Das machen alle Eliten auf dem Planeten. Strangelove? Und das hat ja große Vorteile, deswegen schütten wir es ins Trinkwasser. Das ist kein Gerücht, das ist keine Verschwörungstheorie, wie es noch in Stanley Kubricks Film hieß, Dr. Strangelove. Das ist auch kein kommunistischer Plot gewesen. Das machen alle Eliten auf dem Planeten. Das ist, wie gesagt, eine der besten Methoden der Bevölkerungskontrolle. Und wir haben Fluoride als Hauptbestandteile von Psychopharmaka, von Sachen wie Rohypnol. Und natürlich hat es diese Wirkung. Es macht die Leute passiv, es macht die Leute dumm. Lethargisch. Wacht auf, ist euch euer Leben, was euch Allah geschenkt hat, nichts wert. Eure Gesundheit, seid dankbar an Allah. Ah, krass, Digga, ist ein Muslim, der das Video gemacht hat, wa? Seid dankbar an Allah, dass ihr gesund seid und lasst euch eure Gesundheit und vor allem die Gesundheit eurer Kinder nicht von den Systemmethoden des Satans kaputt machen. Es ist Zeit, sich zu wehren, bevor es zu spät ist. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, mein Bruder. Yafrumtube Production 2010, Digga. Ist ein altes Video, meine lieben Freunde. Schmeißt alle Zahnpasta weg, in der Flur drin ist. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Das wirkt auf unsere Hypophyse und schränkt uns derartig ein. Also alles, was mit Flur zu tun hat, weg. Es ist nichts. Es gibt keinen einzigen Beweis, dass es die Zähne stärkt. Es ist eine Behauptung. Oder Zahnfleisch oder irgendetwas. Schmeißt eure... Alles mit Flur weg, meine lieben Freunde. Flurzahnpasta raus. Das ist das Wichtigste, was ihr tun könnt. Es gibt in jeder Apotheke Zahnpasta ohne Flur. Und über diese Dinge werden wir komplett vergiftet und der Körper über Jahrzehnte geschwächt, sodass wir zum richtigen Zeitpunkt dann, so 20, 30 Jahre, bevor wir voll abnibbeln, noch richtig in die Hände von der Pharmaindustrie fallen. Und dann werden wir richtig schön mit den Tabletten und mit dem ganzen Zeug zugemüllt. Und dann möglichst, damit es dem Sozialsystem, das nicht zu so stark zur Last fällt, dieses sozialverträgliche Frühableben unmittelbar nach dem Eintritt in die Rente, ist auch etwas, was dem System dann hilft. Ja. Ist eigentlich klar, wir sind selber sicherlich, wenn man das durchschaut, diejenigen, die das in der Hand haben, die Weichen so zu stellen. So, die Menschheit hat nicht das Recht, ihr eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Ich schwör's dir, wir brauchen ein psychochirurgisches Programm, mit dem man unsere Gesellschaft politisch kontrollieren kann. Der Zweck ist die physikalische Kontrolle des Bewusstseins. Würde ich dir genauso unterschreiben. Gut auf den Punkt gebracht. Wacht auf, meine lieben Freunde, ja? Es ist ein gutes Video, Dicker. Es ist vor allen Dingen dafür da, um das Bewusstsein der Menschheit ein bisschen anzuregen, so. Sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ihr müsst nicht alles glauben, was ich erzähle. Ihr müsst nicht alles glauben, was in dem Video erzählt würde. Aber fangt wenigstens an, euch mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, denn das sind wichtige Thematiken. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Dinge alle nur dafür gemacht sind, um uns unbewusst zu halten, ja, um uns von unserem Bewusstsein zu entkoppeln und ja, die Dinge tun uns nicht gut, weißt du, wie ich meine? Es ist doch auch irgendwo logisch, weißt du, wie ich meine? Dass eine Gesellschaft, die leichter, also die nicht bewusst ist, leichter zu kontrollieren ist. Und dass das auf jeden Fall in dem Interesse von den Leuten ist, die uns kontrollieren so. Und deswegen ist es halt wichtig, sich mit solchen Geschichten auseinanderzusetzen und alles, was einen unbewusst macht, so weit wie möglich aus seinem Leben zu verbannen. Wie Fernsehen gucken, zu viel Filme gucken, zu viel Konsum generell, Pornos gucken, Zahnpasta mit Fluorid, unbewusste Ernährung generell, ja, Sport machen und so, nicht zu viel Gaming, dies, das, bla, bla, bla. Es gibt so viele Dinge, die man sofort tun kann, damit man bewusster wird und dazu möchte ich anregen und ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Bruder und die ein oder andere Schwester dazu anregen kann an der Stelle, wenn ich das so sagen darf.